Willkommen bei MeinKick TV. Heute haben wir Rudi Bommer als Gast von SC Hessen 3 Aisch. Als allererstes vielleicht erstmal danke, dass wir hier drehen dürfen. Und ja, für uns ein bisschen überraschend, was sich so getan hat hier in den letzten Wochen an Transfers. Was hat dich dazu gebracht, hier von Aschaffenburg her zu wechseln? Oh, das ist eine lange Geschichte. Die dauert sehr lange, aber das ist einfach mal in Kurzform. Charlie Körbel und Hans Nolde haben das schon vor längerer Zeit so angegangen, das ganze Projekt. Und ich bin dann einfach so dazwischen gekommen. Charlie hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Dann kam das Konzept auf den Tisch und das Konzept hat mich einfach überzeugt, ein Ausbildungsclub zu werden, junge Talente zu fördern. Und eben auch der kleine Club JFC im Prinzip von Eintracht Frankfurt, von der Fußballschule rüberzubringen nach Dreieich. Und natürlich ist auch die Situation in der ersten Mannschaft dann eben auch im Moment ein bisschen prekär, wo wir sie erstmal in der Liga lassen müssen, weil das ist, denke ich, auch sehr wichtig, dass man da eben auch eine Perspektive hat, als junger Spieler, talentierter Spieler auch vielleicht in der Oberliga dann eben oder in der Regionalliga dann zu spielen. Du hast gerade erwähnt, natürlich ist erstmal wichtig, nach dem ersten Saisonverlauf in der Hinrunde, sage ich mal, die Klasse erstmal zu halten mit der Mannschaft. Ihr wollt ja bestimmt, sage ich jetzt mal, euch dann stetig weiterentwickeln beziehungsweise schnellstmöglich hoch. Nächstes Jahr hast du dein Jubiläum, wirst 60 Jahre alt. Doch, so. Genau, und wie ist da, sage ich jetzt mal, die Zielvorgabe für die nächste Saison? Ist es jetzt wirklich nur den Verein langsam hochbringen oder habt ihr wirklich vor, jetzt schnellstmöglich, sage ich mal, jetzt hier was Großes zu entwickeln? Und du giltst ja auch als Aufstiegsexperte. Du hast ja mit den Eintracht Amateuren bist du mal aufgestiegen, mit Wacker Burghausen und mit Duisburg auch. Genau. Das sind drei unterschiedliche Klassen. Eventuell kann dir das ja hier auch gelingen. Ja, aber es ist jetzt nicht, und das ist auch das, warum ich dann auch gesagt habe, das kann ich mir so vorstellen hier, weil es ist kein schnelles Projekt, sondern es darf wachsen. Zwischen 3 und 5 Jahre ist einfach so diese Zielsetzung, den Verein dann eben auch etwas höher zu bringen. Das heißt aber auch, den Jugendbereich auch dahin zu bringen, wo wir uns das letztendlich vorstellen, dass auch sehr gute Spieler dann auch rauskommen. Ja. Die Situation, wo mich dann bewogen hat eigentlich, ist auch, dass ich auch nicht andauernd umziehen muss. Das ist auch ein Aspekt gewesen, dass ich hier bei mir zu Hause wohnen kann und es ist nicht weit, Dreieich, das sind 35 Kilometer von mir aus, ja, ist auch ein Aspekt gewesen, auch, um die Geschichte dann auch anzufangen. Zuletzt hast du ja Blau-Weiß Aschaffenburg trainiert in der Regionalliga, 6 Spiele eingesprungen. Was ist jetzt, sage ich mal, was hat dich dazu bewegt, da dann wirklich dann auch Schluss zu machen und ein neues Projekt anzufangen hier? Das war einfach auch der Freundschaftsdienst. Peter Löhr hat ja bekanntlich den Slobo Komjenovic dann beurlaubt und brauchte schnellstmöglich einen Trainer. Und wir sind von klein auf befreundet. Wir haben in Düsseldorf zusammen gespielt in der ersten Liga und so kam das zustande. Aber es war von Anfang an klar, dass ich nur diese 6 Spiele mache für die Viktoria, um dann eben auch wieder was Neues angehen zu können. Ja, dann die beiden, sage ich mal, spektakulären Neuzugänge. Youssef Mokhtari und Mimoun Azouak, auch bekannt aus dem Profifußball. Vor allem Mokhtari, auch ein Weggefährte bzw. ein Schützling von dir. Also mehrere Stationen auch gehabt, sage ich mal, auch nach der Phase in Köln, wo es für ihn nicht so gut lief, dann unter deine Fittiche gekommen, dann war er wieder Stammspieler. Habt ihr da eine besondere Beziehung und warum habt ihr euch genau für die beiden entschieden? Ja, zunächst erstmal haben wir ja noch eine sehr brisante Aufgabe. Wir stehen im Abstiegskampf, wir müssen unten raus. Und ich war da auch der Meinung, dass wir da eben auch noch Verstärkung brauchen, auch mit ein bisschen Erfahrung, eben um das zu gewährleisten, dass wir in der Liga bleiben, weil das wäre fatal, wenn wir absteigen würden. Und deswegen auch die beiden Spieler, die wir dann auch kontaktiert haben, haben gefragt, ob sie sich das genauso vorstellen können, auch so wie ich das gemacht habe. Und beide haben sofort spontan mit Ja geantwortet und so sind die Verpflichtungen auch dann letztendlich auch zustande gekommen. Sind beides, wie ich schon gesagt habe, erfahrene Spieler und im Zentrum haben wir eben unsere Probleme, weil da uns auch ein Spieler weggebrochen ist von der Arbeitsstelle her. Der muss länger arbeiten und kann eigentlich nicht mehr eingreifen. Das ist Mitana, der letztendlich die letzten 3 Monate, wo die Saison ja läuft, in der Rückrunde dann eben nicht mehr zur Verfügung steht. Und im Zentrum haben wir einfach in der Defensive dann eben Probleme, das mit Mokhtari ausfüllen und dann eben die Offensive dann nochmal zu beleben mit Mimoun.